Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich. Wir werden heute, habe ich ja gesagt im letzten Video, das Heck hier vollenden. Im Prinzip die Rückleuchten anpassen, die Stoßstangenhalter anpassen, Stoßstange dran, die Nase richtig einmal dran montieren mit Dichtung und so weiter, wie er dann aussieht. Ja, und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Dann gehen wir quasi von hinten nach vorne einmal so durch. Ich habe jetzt hier neue Lieferungen bekommen. Hier unten die ganzen kleinen Anbauteile für ja, Dichtung, für Stoßstange und so weiter. Hier ist die gute Stoßstange, die dran soll. Die Exportstoßstange. So, die wollen wir mal heute mal checken, ob das funktioniert. Was wir da so eingeschweißt haben oder wie gut ja, die Endspitzen sind vom Winkel her, ob das alles so passt. So, und hier habe ich von GEMA Classic, von Markus, mir neue Trittbretter bestellt. Mal heute mal gucken, was da Feines drin ist. So, die habe ich nämlich bei Meyers Käfer auch schon verbaut. Und die sind richtig gut. Die sind sehr gut von der Passgenauigkeit, die sind sehr gut von der Verarbeitung. Die Bleche sind, ich glaube, ja, pulverbeschichtet sind die. Die haben schön richtig gutes Gummi. Richtig schön dick, geschmeidig. Schon vormontiert. Man muss halt im Prinzip dann nur noch so bei der Montage so rüberziehen, also hinten rumlegen und dann festschrauben. Da mache ich immer, oder habe ich bis jetzt zweimal gemacht, da Wachs zwischen dem Gummi und dem Blech. Also nichts verkleben oder so, weil dann könnte sich da halt Wasser drunter sammeln und ja, das fängt so dann zu rosten. Ne? Das sieht man immer schön bei den Käfern, wenn die so Blasen auf den Trittblättern haben. Ne? Wenn das so wie so ein Häufchen aussieht, immer da oben drauf. Das ist dann halt der Rost, der zwischen Blech und den Gummibelag ist dann hochdrückt. Ne? Also kann man immer ganz gut sehen. Ja, da zeige ich euch mal, was ich mir bestellt habe. Ups. Und zwar die guten von Fewip. Den Hersteller kann ich echt nur richtig empfehlen, ne? Also der ist wirklich gut, gerade bei Dichtung, Gummiteile, ja, ist ja wirklich gut. Die Bleche hier und vor allen Dingen, der Preis ist auch total in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was hat zwei Stück, glaube ich, mit Versand, ich weiß gar nicht, unter 150 Euro, glaube ich, kannst du echt nichts sagen. So, hier noch mit Montageschrauben schon direkt drin reingeklebt. Die benutze ich aber nicht, außer das Gummi. Weil hier sind halt nur verzinkte, oder das verzinkte, das ist kein VA, ne? Oder ist das? Ne, das müsste ein verzinkte sein. Ich nehme immer gerne bei Anbauteilen, auch bei Kotflügeln, ich nehme halt immer gerne Edelstahlschrauben. Weil die rosten halt nicht, ne? Aber natürlich halt nur bei solchen Anbauteilen, wo ja, kein großer Halt oder Kotflügel, da passiert ja nichts. Aber ich würde jetzt, Stoßstange, da passiert auch nichts. Aber ansonsten, wo du halt eine gewisse Festigkeit brauchst, dann nehme ich halt normale verzinkte Schrauben mit der passenden Festigkeit. Aber das ist hier überhaupt nicht notwendig. So, hier seht ihr, was ich meine. Hier sind die quasi vormontiert schon. Sind hier so eingeklemmt. Und dann werden die nachher, also hier mache ich dann zwischen immer schön Wachs und dann werden die einfach hier nur dran geklemmt, ne? Und dann verschraubt. Also das Zeug ist wirklich sehr gut. Und hier hat man auch schon vorgestanzte Löcher für die Zierleisten. Ja, das ist das Gute, da kann man dann auch die passende Zierleiste, in unserem Fall werden wir die dicke Leiste nehmen, weil wir wollen ja auf alte Optik umbauen. Ne? Das heißt, dicke Leiste dran, ja. Oben die Leisten kommen auch in dick. Ich weiß gar nicht, was ist das? 22 mm? Auf jeden Fall die dicksten davon. Ja, das werden wir machen in dem Video. Packen wir die mal wieder ein. So.
Also wer die Wahl hat, gerade bei Gummiteilen, entweder Ferib oder weil ich auch ganz gerne bestelle, weil nicht jeder Händler hat diese Ferib-Sachen. Da muss man echt gucken, was gerade verfügbar ist. Ansonsten nehme ich von CSP immer die Sachen von Wolfsburg West ganz gerne. Da habe ich auch hier Sachen. Zeige ich euch gleich mal. Jetzt stelle ich erstmal den erstmal an der Seite hier. So. CSP, hier haben wir die bestellten Dichtungen, die ich gesagt habe. Ne, hier steht gar nicht Wolfsburg West drauf. Wo waren denn die? Jetzt wollte ich euch das Zeug zeigen. Was ist denn jetzt? Ja, hier zum Beispiel. Wolfsburg West, das Zeug ist auch wirklich gut, die Dichtung. Ne? Man merkt halt, hier ist auch das Logo drin, WW. Das sieht er, glaube ich, nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall, das Zeug ist auch richtig. Die Dichtungen sind richtig schön weich. Kein PVC-Zeug oder wie auch immer. Ja, da muss man echt gucken, ne, wo man was bestellt und welche Qualität die sind. Aber wie gesagt, hier genau, hier auch für die Nase ist auch dieses WW drin. Ja, das ist halt richtig schön, schönes Gummimaterial. Ne? Also entweder Ferib oder Wolfsburg West. Ihr müsst gucken, was verfügbar ist. Oder kann ich euch nur empfehlen. Ey. Und da nicht zu sparen an Dichtung. Dichtung ist so das A und O. Ne? Ja, da habe ich schon mal beim ersten Käfer gespart. Ja, und ja, nach 2 Jahren sind die gerissen, gerade hier bei der Hauben, bei der Nase, bei der Mexiko. Ja, so, hier haben wir die Halter. Für die Stoßstange. Das müssen wir gleich erstmal alles so ein bisschen anpassen. Hier zum Beispiel, hier ist so ein Exemplar für vorne für die Blinker. Da, ja, die hatte ich damals mit dem Blinker mal Gebrauch gekauft. Das sind zwar Neuteile, aber hier steht auch nur Made in Taiwan drin. Die sind, ja, so schlecht sind die jetzt nicht. Aber ich habe mir dann trotzdem doch nochmal neue bestellt. Also die sind, ja, die sind eigentlich okay. Ja, aber ich will echt bei Dichtung nicht mehr sparen. Die Antenne, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, ne? Die, wenn wir das auch noch mal schaffen in dem Video, je nachdem wie lange wir brauchen, die kommt dann vorne, machen wir die dran. Na, hier auch Wolfsburg West. Man merkt das auch hier von dem Chromzeug her. Ne? Das ist auch gutes Zeug. Ja, ihr müsst halt gucken, wo ihr das bekommt. Bei welchem Händler. Ich möchte hier auch eigentlich keine Händler hervorheben, sage ich jetzt mal. Ich kann euch nur sagen, wo ich das Zeug bestelle. Ob das jetzt der beste oder der schlechteste ist, will ich jetzt nicht beurteilen, aber gut. Muss jeder selber wissen. Für vorne diese Hupengitter, die kommen mal rein, obwohl ich da jetzt nicht so ganz begeistert von bin. Das meine ich ja, ne? Also nicht jeder Händler hat die Topware nur. Aber schauen wir mal, die sich so machen. So. Was haben wir noch? Genau, das ist ja das ganze Gedöne hier. Stoßstangenhalter. Also, dann will ich euch noch zeigen. Habe ich vom Thomas per E-Mail bekommen. Zeichnung. Weil wir müssen ja noch Löcher bohren. Da kann man sich eine Schablone für bauen. Hier auch für vorne, für oben drauf. Ja, so rum, ne? Für auf den Kotflügel, wo genau der Blinker sitzen soll. Wie genau wir das jetzt hinkriegen, müssen wir mal schauen. Da muss man sich halt ja, die richtige Schablone machen. Hier ist auch nochmal. Aber das ist, glaube ich, für anderes System. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist für die ganz alten Rückleuchten. Brauchen wir nicht. So, und dann hier. Ja, das hatte ich ja gerade schon, glaube ich. Ne? Hier ist für hinten, das wir auf jeden Fall noch machen müssen. Ne? Für hier.
Und das andere, das haben wir ja zum Glück vorne drin, das ist schon für vorne, das haben wir schon dran. Da habe ich mir extra so ein Blech geholt, weil es schon fertig ist. Ja, das heißt, da werden wir uns dann eine schöne Schablone hier nachbauen und werden die dann hier unten passend dran machen. Das sollte gut funktionieren, glaube ich. Ein bisschen improvisieren kann man da immer, ne? Schauen wir mal. So, also, dann zeige ich euch nochmal. Das ist das. Genau, die Stoßstangenhalter. Die habe ich auch schon vor Jahren in Schwarzglänzen lackiert. Ja, die kommen ja hier hinten dran. Ob die jetzt im Nachhinein werden oder nicht, die hatte ich mal gebraucht, gekauft. Habe die in einem Atemzug mit allem zusammen einfach mal schwarz mitlackiert. Die Bodengruppe auch gemacht habe und so und die ganzen Anbauteile. Ja, da werden wir jetzt auf jeden Fall gucken, wie wir das jetzt hier alles zusammen gedengelt bekommen. Ja, ich bereite das jetzt mal vor. Stell die Kamera ein bisschen anders oben, damit ihr ein bisschen mehr seht. Unten die GoPro hängt da auch wieder von einer anderen Perspektive. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir in dem Video kommen. Ich verspreche jetzt nicht mehr wie in den letzten Videos, was wir alles auf jeden Fall machen. Also das ist auf jeden Fall der Plan für dieses Video. Wie weit wir alles umgesetzt bekommen, sehen wir dann, ne? Weil ich kann ja jetzt nicht eine Stunde oder anderthalb Stunde Video da machen, das muss ja irgendwo ein bisschen kompakt bleiben, ne? Ich versuche wie immer alles so gut wie möglich zu zeigen. Ich hoffe, das ist so in eurem Sinne. Ja, belustigen kann ich jetzt hier leider wieder nicht. Aber das Belustigung, das macht euch keine Sorgen, es wird auch lustige Videos kommen, ne? Aber leider nicht hier in ich sag jetzt mal, wie sagt meine Frau immer, in der Little Backbahn. Also hier wird immer nur ganz viel gezeigt, karosseriemäßig oder zusammenbauen oder nachher ein bisschen grundieren, füllern, spachteln, Nähte abkitten. Ja, alles, was wir hier so machen können, ne? Hier zu Hause. Ja, ansonsten die größeren Sachen werden wir ja bei uns in der Halle machen. Jetzt wird das Wetter wird auch besser, jetzt lohnt sich auch mal wieder hinzufahren, ohne dass wir die große Halle heizen müssen. Ne? Das sind ja alles mittlerweile Kosten, die sind ja von gut und böse. Ne? Da hat man ja gar keinen Bock mehr drauf. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's los. Ne? Viel Spaß mit diesem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat oder ihr weiter Bock drauf habt, ja, lasst mal ein Like da, abonniert mal den Kanal. Viele schauen den Kanal, haben wir leider nicht abonniert, aber gut, ist halt so. Ne? Ja, und die Glocke könnt ihr aktivieren, dann kriegt ihr immer die neuesten ja, Videos angezeigt. Ne? Aber das kennt ihr ja alle von YouTube. Ihr guckt ja. Jeder guckt ja irgendwo was. Gut, dann bis gleich, ne? So, ich habe jetzt mal drüben auf der linken Seite die Rückleuchte schon fertig einmal. Müssen die einmal hier auseinanderbauen nochmal und dann die Dichtung tauschen. Habe ich mir auch extra andere Schrauben besorgt oder ich sag mal so, ich hatte eigentlich keine Schrauben damals dabei, wo ich die gebraucht gekauft habe hier. Also die Lampenträger, das ganze Zeug hier, ich habe damals auch bei Markus von GEMA Classics geholt, wo wir da runtergefahren sind nach Eschenbach, aus seinem Scheunenfund da, da hat er ganz viele gebrauchte Teile. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob wir die vergessen haben, die Schrauben, oder ob ich die irgendwie verschlunzt hatte. Keine Ahnung. Die roten Rückleuchten hier, die hatte ich damals gebraucht vom Olli Zinker gekauft. Diese hier. Weil ich die originalen, die hier, ja, die finde ich jetzt nicht so schön. So, und jetzt müssen wir mal hier nochmal die Dichtung tauschen. Die alte hat ausgesäucht. So, wo haben wir die neue? Haben wir hier. Hier haben wir auch wieder das Thema Dichtung. Also da sehe ich auch keinen ja, Wolfsburg-Weststempel oder sonstiges. Man sieht es auch direkt, die passen nicht so vernünftig. Ja, ich weiß nicht, ob das seht hier drauf. Ich kriege die nicht richtig rein. Ja, da musste ich jetzt einmal mal hier unten aufschneiden. Ja, da gucke ich nochmal, ob ich da irgendwie was anderes an Dichtung finde. So, so muss die eigentlich drin liegen. Und wie ihr seht, da ist ja fast ein Zentimeter Spalt auf Spalt, also, ne? So, wie hätte ich die da reinkriegen sollen? Geht gar nicht. Ja, weiß nicht, ob ich da irgendwas nochmal reinfummel oder mit Sika dicht mache oder wenn ich andere finde, nehme ich natürlich andere. Guck
gucke nochmal, ob ich von Febe welche finde. Oder halt von Wolfsburg West. Aber da muss halt auch wirklich da dran stehen, dass die von denen sind. Weil nochmal ein paar welche bestellen, mache ich nicht. So, dann habe ich mir Edelstahlschräubchen besorgt. Ich hatte, die sind noch hier, das sind so Originale von, ich glaube so Elefantenfüße von Mexiko. Die habe ich mal Gewinde nachgeschnitten, damit die passen. Aber irgendwie finde ich die nicht so schön. Ich mache die einfach hier rein. Aus Edelstahl. Die gefallen mir irgendwie besser. Die lassen sich hier drin schön versenken. Ja, wunderbar. So. Ja, jetzt müssen wir noch die große Dichtung. Die ist hier made in USA. Keine Ahnung, was für ein Hersteller das ist. Aber die sieht jetzt von außen nicht so ganz schön aus. Obwohl, da ist, glaube ich, irgendwas drauf noch. Ja, kann man bestimmt wegputzen, die sind so ein komisches weißes Zeug drauf. Die passen aber eigentlich ganz gut. Das ist ja echt wichtig, dass man auch solche Sachen jetzt hier, ne, mit den Rückleuchten und so, weil das ist ja alles von mir zusammen gekauft, entweder gebraucht oder neu, und die Kotflügel sind ja auch kein Original mehr. Man muss echt, bevor man hier irgendwie anfängt mal zu lackieren oder so, alles einmal richtig angebaut haben, ne? Um zu gucken, wie das sitzt, wie das passt, ob man da noch was ändern muss oder noch ein Loch zuschweißen muss, weil hier zum Beispiel muss ich das obere Loch, müsste ich dann wieder zuschweißen, das brauche ich nicht. Jo. So, das sitzt eigentlich ganz gut. Jetzt können wir das mal provisorisch dran machen, wie es sein soll. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Also mir gefallen diese roten ja richtig gut, ne? Aber da müssen wir natürlich noch mal gucken, was der TÜV dazu sagt, weil die dürfen wir ja eigentlich nicht haben, ne? Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, die Nase haben wir jetzt dran. Aber jetzt komplett auch verschraubt. Zeige ich euch mal kurz. So. Ja. Da sieht man, das ist komplett fertig soweit mit Dichtung. So. Gucken wir mal wegen der Stoßstange. Ich schraube jetzt mal einfach mal die Halter dran und gucke mal, wie das überhaupt sitzt von der Neigung her. So, die kommt ja hier so schön dran. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier so muss. So, der Halter ist wahrscheinlich für die Seite. Ja. Der für die, der andere für die andere Seite. Jetzt auch nicht auf den Chromzeug so hinlegen. Legen wir sie mal hier ab.
So, wie ihr gesehen habt, habe ich mir so Schablonen gemacht. Habe ich jetzt nicht gerade hier. Die werde ich jetzt, also hier ist jetzt die Aufnahme für die Stoßstange. Also beides natürlich, aber den haben wir ja schon drin im Kotflügel und den wollen wir jetzt setzen. Und zwar muss ich den mal aufschneiden. Jetzt kriege ich den ja nicht da rum. Jetzt muss ich mir natürlich mal eben Magneten, da haben wir doch noch hier welche. So, jetzt werde ich mir hier so 2-3 Magneten dran setzen für die richtige Position. So. Nummer 1. Jetzt machen wir Nummer 2, andere Seite. So, ich habe den jetzt da rangelegt hier, den hier ausgerichtet, weil der ist ja vorgegeben hier. Und jetzt wollen wir hier das Loch bohren. Und dann auf der anderen Seite genauso. So, die beiden Löcher mache ich jetzt. Ja. Ich hole mal eben die, wie heißt der jetzt, die oberen Stoßstangenaufnahmen. So. Ja, das sind ja die Stangen, die hier oben, das ist rechts, das ist links. So, die werden ja jetzt hier, die werden hier oben dran befestigt und dann durchs Rohr da geschoben. Ja, so, ach, durchs Rohr, durchs Loch geschoben, hier fest und da mit an der Stoßstangenaufnahme hier unten. Ja. Ich besorge mir jetzt erstmal was zu bohren, da ich nicht so einen großen Bohrer habe. Ich mache mir das erstmal an und dann werde ich das so mit dem Dremel ein bisschen ausdremeln, ausfräsen. Da kommt natürlich auch Gummidichtung rein. Ne? Gucken wir mal, wie gut wir da gefräst angemalt haben, ob die auch passen. Ups. So. Nummer 1. Alter Schwede, das passt gar nicht. Alter, ist das ein Abfuck, ey. Passt überhaupt nicht. Jetzt ein Loch gemacht. Den habe ich da durchgesteckt. Aber irgendwie passt das überhaupt nicht. Ja, ich muss mal gucken. Ich fummel jetzt mal ein bisschen, dann melde ich mich gleich nochmal. Ja, ich habe fast befürchtet, wie auch bei dem anderen Käfer damals, passt das irgendwie mit diesen Stoßstangenaufnahmen hier nicht. Mit den Bohrungen, mit den Verschraubungen. Da muss ich jetzt, ich habe versucht, das irgendwie da passend zu kriegen. Ich habe das soweit passend, aber mir fehlt ein bisschen an Länge von den Haltern. Weil weiter rein kann ich nicht mehr wirklich, weil dann kriege ich die Haube. Jetzt habe ich hier 5 mm Spiel. Dazu ein bisschen vermittelt, damit auch beide Seiten hier vom Abstand bis gleich sind. Ja,
Ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich meine, was da nicht wirklich so passt. Ja, und zwar so, da ist der Halter, der obere Halter, der silberne, wofür ich extra Loch gebohrt habe. Der ist zu kurz, so 4 cm ungefähr. Ja, wahrscheinlich sind die Verschraubpunkte von diesen Repo-Endspitzen nicht so gut. Ja, auf jeden Fall werde ich den jetzt, ich habe einen extra Flachstahl geholt, ich werde den verlängern, neue Löcher bohren. Den musste ich auch so ein bisschen lange Löcher reinmachen, damit das passt. Die werde ich aber dann auch wieder ja, was kleiner machen. Da sind jetzt nicht Langlöcher, da sind jetzt Vierecke drin, so ungefähr. Ja, die werde ich natürlich auch wieder zumachen. So, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, was ich vorhabe. Ja, wo ist der? Da, Flachstahl. Jetzt werde ich mir hier, das ist genau dieselbe Stärke, genau dieselbe Breite, werde ich mir 4 cm abschneiden, werde die an dem Halter anschweißen, Löcher bohren. Und dann sollten die oberen, die runden Stangen dann passen. Dann muss ich halt die anderen auch noch genauso mit dem anderen Flachstahl, das ist natürlich breiter und stärker. Also 6 mm mal 35 und das ist 4 mm mal 25, meine ich. Ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt machen. Ich habe hier oben an der Decke mal die GoPro hingehangen, damit ich euch da wieder so ein bisschen filmen kann. Ja, da schmeißen wir jetzt einen Zeitraffer drauf. Ihr kriegt ein bisschen Musik auf die Ohren, ihr könnt ein bisschen zugucken. Ja, und dann zeige ich euch das Endergebnis von den Halterungen. Ja, bis gleich dann. Endlich ist das Heck jetzt fertig. Ja, alles soweit angepasst. Stoßstange dran, die Halter sind angepasst, Rückleuchten dran, Nummernschild ist dran, die Nase ist dran. Ja, ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis. Ich bin damit zufrieden. Ich musste ja die Halter extremst verlängern. Ja, der ist extrem, ein paar Zentimeter. Ja, warum? Keine Ahnung, ich denke mal, die Endspitzen waren irgendwie, also die Verschraubungspunkte, die waren nicht so wie original, oder? Weil falsch eingeschweißt haben kann ich es ja nicht, weil ich kann ja nur hinten am Heckblech anlegen. Ja, das ergibt sich ja dann automatisch, ne? Oder vielleicht wegen den Repro-Kohlflügeln, Repro-Stoßstange. Ich zeige euch mal, warum oder was ich meine. Ja, und zwar, so sieht es auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Ja. Nase ist dran, Nummernschild habe ich 4 Punkte gesetzt. Jeweils habe ich da so Gummis hintergesetzt als Abstandhalter. Ja, die Halter sind dran. Also die musste ich verlängern, die musste ich verlängern. Natürlich die Bohrung anpassen, beidseitig. Ja, Leuchten sind dran, die Nase habe ich ja gesagt. Jetzt zeige ich euch mal, wie knapp das jetzt hier ist, die ganze Geschichte. Weiß nicht, sieht man das? Ja, ne? Ja, das sind vielleicht 5 mm. Also das heißt, ich kann auch nicht näher ran. Ja, dementsprechend musste ich halt die Halter verlängern. Ne? Und vor allen Dingen musste ich das so anpassen, dass ja hier auf der Seite der Abstand und auf der Seite der Abstand einigermaßen gleich ist. Das Problem ist einfach, weil die Kotflügel so ein bisschen anders gebogen sind. Vielleicht ist die Stoßstange auch ein bisschen anders gebogen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, hab das alles so ein bisschen vermittelt. Ich denke mal, damit kann man leben, das sieht gut aus. Ich zeige euch jetzt mal die Halter eben. So, die musste ich dann ein bisschen verlängern, die Bohrung anpassen. Also ich habe den unteren Halter habe ich ein bisschen angepasst und den oberen auch. Ja, die Löcher hatte ich ja gebohrt, habe ich euch ja gezeigt.
ja, dass ich mir da so eine Schablone gemacht habe. Ja, das passt auch mit den Dichtungen hier, das passt alles. Auf der Seite genauso. Ja, da musste ich auch jeweils verlängern. Ob, ja, doch klar, habe ich auch verlängert. Ja, jetzt muss er natürlich erst nochmal gegen Rost geschützt werden und dann geht's weiter. Ja, im nächsten Video werde ich definitiv hier den Ausschnitt machen, um an die Weber-Vergaser besser ranzukommen, das einzustellen, Zündkerzen und so weiter. Ja, es gibt da, glaube ich, so, ich glaube auch wieder bei Limebug in England diese fertigen, um da einzuschweißen. Aber ganz ehrlich, das ist mir einfach zu teuer da. Ich weiß gar nicht, mit Versand und Steuern und Zoll oder wie auch immer. Ja, legst du auch 120, 130 Euro für zwei. Naja, die wollen wir im nächsten Video versuchen, wir die mal selber zu bauen. Schablone anfertigen, ausschneiden, ja, selber bauen auf jeden Fall, anschweißen. Das soll auf jeden Fall im nächsten Video passieren. Ja, für dieses Video war es jetzt erstmal. Sollte wieder genug Material sein. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mal ein Like da. Ja, Kanal abonnieren wäre auch ganz cool. Ja, damit würdet ihr uns ein bisschen unterstützen, damit das hier auch weitergeht. Ja. Und die Glocke anmachen, kennt ihr ja alles, ne? Brauche ich ja nicht immer wieder sagen, muss ich aber ab und doch mal sagen. Ne? Ja, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich, bis die Tage, nächste Woche und tschüss.